So, weiter geht's mit Zelda Ocarina of Time. Ich habe mir mal eine kleine Pause gegönnt. Das heißt, heute sollte der Wassertempel hochgeladen sein. Und seit dem Schattentempel habe ich erstmal nicht aufgeladen. Aufgeladen, habe ich gesagt. Aufgenommen. Wie ordnen wir das denn hier alles an? So, nee, das mag ich nicht so. Und dann so. Okay, das sieht gut aus. Wir werden gleich Epona mal holen. Und dann mal Richtung Gerudo-Tal reiten. Dort warten schon die Frauen sehnsüchtig auf mich. So wie das halt immer der Fall ist. Und dort wollen wir mal schauen, wie das nochmal genau ging. wurde man nicht einfach gefangen genommen? Irgendwie ist der Controller leicht im Arsch. Ich kann mich nicht so richtig bewegen. Was ist denn dein Problem hier? Ich kann echt nicht so ganz. Egal. Wir werden schon irgendwie hinbekommen. Auch mit ein paar Schwierigkeiten. So, wie ging das denn nochmal? Nein. 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 So ging das. Okay. Ich muss kurz nochmal alle Töne mir anhören und dann kann ich diese Melodie eigentlich. Also kann ich diese Melodie eigentlich wieder spielen, denn die bleibt mir immer im Kopf. Genauso wie Zeldas Wiegenlied und ich glaube, Saya würde ich auch hinbekommen. Aber so Lieder wie, weiß ich nicht, Hymne der Zeit oder sowas, das ist, keine Ahnung. Ist nicht so verankert in meinem Hirn. So, komm, Epona, schneller. Ist ja schon ein großes Pferdchen geworden, ne? Immer so ein kleines Pony. Endlich auf dir reiten. Wobei bei Majora's Mask, da reitet er ja auch auf der kleinen Epona. So. Ja, kein Plan mehr, was jetzt hier passiert. Wir werden gefangen genommen und dann muss ich irgendwie. Weiß ich nicht. Oder war das wieder woanders? Ich weiß es nicht mehr. So, ja, wir waren tatsächlich hier noch kein Mal. Das ist eine Premiere sozusagen. Wir haben uns ja die Karte eigentlich gar nicht genau angeschaut. Haben einfach mal straight mit der Story immer weitergemacht. Bis auf ein paar kleine Ausnahmen. So, stopp. Ich glaube, ich kann hier nicht mit dir weiter. Sonst würde ich auch gerne mit dir einfach durch die Wüste reiten, aber ich glaube, so geht das nicht. So, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Und müssen wir da oben uns dran? Na, machen wir es einfach mal. Ey! Hallo, ihr Handwerker, was macht ihr hier? Ist mir egal. Ich glaube, da konnte man um die Wette laufen, ne? Mit dem Sprinter. Dem habe ich noch gar nicht die Häschenmaske gegeben, aber die will ich sowieso selber behalten. Auch wenn ich die dann auch später nochmal so einfach ausleihen kann, wenn ich alle Masken, wenn ich die Maskenquest durch habe, aber wer will da schon? So, dann wollen wir doch mal schauen. Was muss ich denn hier machen? Oh. Kann ich die abknallen? Hoppala. Kann ich die nicht abknallen? Muss ich mich einmal gefangen lassen nehmen? Na egal. Also, oh, ich gebe auf. Sonst kämpfe ich immer, aber gegen Frauen, nee. Das ist nicht so mein Fall. Weichei, hinein mit dir und halt die Klappe. Sehr nett von euch. Sehr nett von euch. Das war doch eigentlich. Oh, ne? Was machen wir denn jetzt hier? Moment mal, kann ich einfach die Stiefel benutzen und dann darüber gleiten? Geht das, Leute? Oh, das ist eine Truhe, ne? Da oben. Uah!
Textur da oben. Muss ich die bekommen? Ich weiß es echt nicht mehr. Was ist denn hier los? Liebesversteck. Um nicht zu sagen, ein Liebesversteck. Oh, yeah. Sorry, guys. Was haben wir denn hier alles? Ich habe nicht mehr so viele Pfeile, das ist natürlich nicht so toll. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich lang muss. Oh, nein, ich musste die Handwerker befreien, ne? So war das. Die waren gefangen. Musste ich jetzt mit dem Alten nochmal sprechen? Oh, das wäre aber dumm, ne? Egal, ich gehe einfach mal davon aus, dass ich das nicht machen muss. Und werde mich einfach hier weiter umschauen. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ey, da komme ich nicht hoch. Aber mit dem Enterhaken, oder? Ja, wollte auch sagen. Ey? Nun gut. Einfach mal weiter. Immer weiter. Jetzt weiß ich es wieder. Die Handwerker muss ich befreien. Also. Ich hoffe nicht, dass ich. Oh, jetzt bin ich hier oben. Was kann ich denn hier machen? Wow, Rubine. Cool. Mehr nicht. Komme ich an die Kiste ran? Hey. Das ist ja cool. Was haben wir denn hier? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Oh, wow. Hey. So, ach, hier kann man auch die Vogelscheuche wahrscheinlich, ne, herbeirufen. Okay. Oh, hier ist ein Skulltuller. Dich nehmen wir auch mit. Auch wenn wir gar nicht mehr diese Quest eigentlich vervollständigen wollen. Hey, was ist mit dir los, Navi? Läuft doch hier alles echt super. Moment mal, da kann ich auch rein. Dann gucken wir doch erstmal da rein, ne? Oh, ich hoffe nicht, dass ich mit dem Typen sprechen musste. Liebesversteck. Ui, was haben wir denn hier? Ein Space Trip. Geronimo! Oh Gott. Okay. Das war nicht so klug. Vielleicht hätte ich da die Pegasus-Stiefel benutzen sollen. Oder vielleicht hätte ich erstmal, vielleicht hätte ich erstmal mich umschauen sollen, ob da nicht noch ein paar Wachen sind. Aber nein. Der Herr weiß es wieder besser. So, was haben wir denn hier? Hoppala. Was sind das viele? Hoppala. Erwischt. Navi, bitte. Ich muss mich hier gerade konzentrieren. Ich weiß selber nicht mehr genau, ob ich den richtigen Weg gehe oder nicht. Okay, komm her. Komm her. Hey, Kleiner. Dich meine ich. Schau hierher. In die Zelle. Was ist los? Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt. Befreie uns bitte alle. Aber sei vorsichtig. Hier gibt's jede Menge Gerudo-Wächterin. Hey, pass auf! Ey, das klappt. Wow. Du bist athletisch. Hast du gerade so geatmet? Finde ich heiß. Oh, wow. Die kann uns ausnocken. Und dann werden wir gefangen genommen. Ey, ich glaube, das ist mir noch nie passiert. Wow. Ich bin beeindruckt. Beeindruckend. Oh, shit. Oh shit, oh shit, lass mich einfach hier rein.
Ja gut, das war jetzt nicht sehr ruhmreich, dieser Kampf. Boah, übel. Wie du einfach da rausplash. Na komm her. Kann ich mich einfach mit dem Schild. Genau. Ich bin hinter dir. Hey, was ist das für ein Tänzchen? Na komm her. Komm her, trau dich. Trau dich. Du fällst es doch auch. Oh, nicht schlecht. Dauert das mir hier zu lange? Übel. Geht das nicht irgendwie klüger? Komm her, ey, Mann. Ich hätte nicht, ich hab die echt unterschätzt. Das ist richtig gut im Schwertkampf. Egal, so kriege ich zwar einen Schaden, aber. Ja, komm, ey. Doch nicht dein Ernst. Dankeschön. Wie viele sind denn von denen eingesperrt? Ey, wie ich mich hier blamiere, ne? Bist du hier, um mich zu retten? Oh, das ist ja wirklich nett. Ich bin John, der Zimmermann. Ja, wir wollten uns eigentlich den Gerudo-Kriegerinnen anschließen. What? Aber dann haben sie uns eingesperrt, weil wir Männer sind. Jetzt wollen wir aber lieber wieder heim. Diese Gerudos sind schrecklich ungehobelt. Drei meiner Kumpels sind hier noch eingesperrt. Befrei sie bitte. Hey, hey, hey. Ich kann einfach jetzt hier rauslaufen und... die Wachen, die stören mich gar nicht, weil jetzt, wo die wissen, dass ich mich irgendwie befreit habe, da werden die wohl nicht mehr gegen mich antreten. Ja, Pfeile sind gut. Pfeile sind wirklich gut. Okay, paar Rubinchen. Dann, wo kommen wir da raus? Oha. Gehen wir einfach mal hier rein. Noch drei von diesen Typen, ey. Übel. Oha. Okay, ich verstehe. Verstehe ich das wirklich? Sieht sie mich von hier denn? Gott, ich weiß nicht, wo sie ist, ne? Das kann ja ewig dauern. Die kann jetzt noch einen Kilometer laufen, bis sie... Ah, da ist sie. In den Kopf rein. Oh, da ist noch eine. Ey, erwischt. Moment mal, hier war ich schon mal, oder? Waren das alle? War ich hier schon mal? Ja, gute Frage, ey. Das ist alles Neuland hier für mich, wie das Internet. Tja, gehen wir erstmal hier hoch, oder? Erstmal uns hier. Nee, da geht's wieder raus, ne? Da will ich nicht hin. Ach, hier, jetzt bin ich hier. Ah, ja. Okay. Hier war ich schon mal, wusste ich doch. Dann nehmen wir die Gleitstiefel. Und das immer, komm. Oh, kann ich da? Nee, kann ich bestimmt nicht. Ist mir auch egal. So. Was haben wir denn hier? Da kann ich einfach rein. Noch drei von diesen Typen, ey. Ich weiß nicht, wo die alle sind. Und ich bin so ungeschickt. Ich geb's ja zu, ich bin ungeschickt. Das wollt ihr hören, ne? Ich weiß zwar nicht. Oh, ne, ey. Kann ich das bitte nicht skippen? Ja, ganz mutig, Wachen vorbei, Haus, meine anderen Kumpels sind auch irgendwo. Und jetzt kommt die Alte gleich wieder hervorgesprungen, ey. Hey. Ja, von wegen, ey.
Wow, du bist echt nicht schlecht. Oh! Das wollte ich nicht. Wo ist sie? Hehehe, ich hab dich zweimal erwischt. Oh, das wollte ich nicht. Was, Navi, was ist denn dein Problem? Na komm. Einige Sudoks, Artesio, so vor sie ihre Deckung von Alice und hüte dich vor ihrer Spezialattacke. Oh, das war sie. Oh, das tut weh. Kack, Navi, ey, ich hätte das nicht machen sollen. Ich war doch am Gewinnen. Das hat mich abgelenkt. Dich sehe ich nicht. Ist zu dunkel. Anscheinend. Dang it, ey. Darf ich den ganzen Weg nochmal laufen? Wahrscheinlich sind die Wachen auch alle wieder da, ne? Ja, natürlich sind die wieder da. Stört mich aber nicht. Hey. So, dann müsste die eine da hinten jetzt gleich kommen. Hüte dich vor ihrer Spezialattacke, ey. Navi, please, ey. Oh, der war cool. Ey, das ist cool. Ja, jawohl. So. Dann wieder hier hoch. Gott, irgendwas stimmt nicht mit meinem Controller. Kleines Handicap. So, und dann... Ach, ich kann einfach hochlaufen, ne? Ich bin auch so ein Depp. Deppi, ey. Deppi, der Hund. Oh, nicht schon wieder. Drr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 r
da noch jemand? Ich komme gar nicht nach oben von da. Tja, wie machen wir das denn? Kann ich da drüber gleiten? Oh, das wäre natürlich praktisch, ne? Aber wenn ich es verkacke, dann muss ich wieder von unten starten. Es hat geklappt. So, dann gehen wir. Ja, ist ja gut, Navi. Wie du siehst, bin ich gerade beschäftigt. Bitte lenk mich nicht ab. Da ist einer. Oder eine. Ich? Hier war ich schon? Von da kam ich, oder was? Kamek? ich habe mich verirrt, Leute. Ich weiß nicht, wo lang. Okay, dann war ich da auch schon. Dann gehen wir hier rein? Oder komme ich dann zu der Küche? Dann bin ich in der Küche. Wo sind die denn dann? Wo sind die denn dann? Was machen wir denn am besten? Da komme ich nicht rüber mit den Gleitstiefeln, niemals. Egal. So. Dann gucken wir mal hier rein. Gibt es keine Karte oder sowas? Hm, hier war ich noch nicht. Okay. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Ich muss ganz schön mutig sein. Mütig. So, was haben wir denn hier für Nachrichten? Ah, sehr gut. So, ja, pass auf. Nee, nee, nee. Ja, ist gut. Haha, da hast du dich selbst ausgetrickst, Alte. Oh Gott, das wollte ich nicht. Oh Gott. Komm, ey, das ist nicht so schwer. Ich hab Angst. Erwischt. Ich sehe kaum was. Ja, ey, das sollte doch jetzt ausreichen, oder? Nein, immer noch nicht. So ein doofer Raum hier. Weil er so klein ist, hatte man kaum irgendwie Chance. Komm, gib mir Ringo, ey. Das muss Ringo sein. Ja, ich bin super. Es ist wirklich George, das ist der letzte Ringo. Und das ist mir noch nie aufgefallen, oder was? Ey. Es ist witzig. Ey, ich kenne die Spiele ja schon seit Jahren, ne? Aber ich wusste nie, dass sie die Namen der Beatles haben. Das ist echt witzig. Von wo kam ich denn? So. Aber muss ich dahin vielleicht sogar? Oha, kann ich die auch platt machen? Kann ich nicht? Wo fehlt mir denn noch einer? Leute, ich weiß es nicht.
Wieso sind die Weißen eigentlich so unbezwingbar? Da war ich doch auf jeden Fall schon drin. Da war ich schon, da war ich schon. Kann ich mich an der vorbeisneaken? Was ist der Navi? In der Wüste? Ja, danke. Da war ich drin, da war ich drin. Da oben? Vielleicht da oben irgendwo? Joa, keine Ahnung. Was habe ich denn übersehen? Dann gehen wir einfach mal hier rein. Hier war ich auf jeden Fall schon mal. So. Okay, dann kommen wir einfach hier hin. Okay. Okay. Das hat sich auch gelohnt. Genau, dann sind wir hier. Und theoretisch kann ich hier einfach nochmal hier hoch. Wo kommen wir dann da hin? Genau, hier hin. Aber da habe ich doch auch schon alles gemacht. Vielleicht doch wieder an der Küche vorbei und einfach da so Richtung Herzteil wieder. Ich habe genug Pfeile. Jupp. Das hat gut geklappt. Oh, wow. Oh, treffe ich die? Was meint ihr, Leute? Ja, geht doch. Geht doch. Oder war da ein Durchgang, wenn ich darüber gehe? Aber eigentlich war das doch nicht so, oder? Ein geheimer Durchgang. Kann ich da hoch? Ne. Gab es einen geheimen Raum? Habe ich eine Karte? Nö. Dann wollen wir trotzdem die anderen Stiefel wieder anziehen. So, dann sind wir da oben, ne? Genau. Wo komme ich denn hin, wenn ich jetzt darüber gehe? Ist da auch noch ein... ich bin so unsicher, Leute. Von da komme ich. Ja, da. Oder da einfach jetzt die Tür? Ich meine, wir kommen ja schnell wieder hier hin, ne? Aber... wenn man keinen Plan hat, ne? Das ist halt immer die... die doofe Sache. Oh, hier kann ich hoch. Nee, dann ist das hier, glaube ich, richtig. Nee, hier ist gar keine Tür. Nee, da war ich auf jeden Fall schon mal. Okay. Dann werden wir mal hier hochgehen. Ich habe keinen Plan. Das ist wirklich super. Okay, und dann wäre hier theoretisch... okay. Da bin ich rüber gesprungen. Okay. Nein. Ist hier eine Tür? Nee. Dann hier doch diese Tür? Doch, ich glaube, das ist es, weil hier, doch, ich glaube, das ist richtig. Das sieht mir nicht richtig aus. Oh. Das war knapp. War aber auch nicht nett, ne? Okay, das ist einfach eine Sackgasse. Kommt da eine Gerudo-Kriegerin? Was meint ihr, Leute?
Hey, Kleiner, dich meine ich. Schau hier in die Zelle. Das ist Ringo. Ich bin ganz schön mutig. Oh. Bitte. Bitte lass mich einfach dich befreien. Hinter dir. Oh Gott. Wow, was bist du denn so? Aggro. Nee, hör auf damit. Sollte doch reichen. Gott. Ja, komm, ey. Reicht ja auch jetzt langsam. Ringo. Ja, was ist mit dir los? Ich habe schon gedacht, du hättest mich vergessen. Vielen Dank. Ich bin Ringo. Es ist wirklich so, ey. Es ist mir noch nie aufgefallen. Also jetzt wirklich nicht. Ich fasse es, ey. Das ist witzig. Ah, Gespenstertempel war das, ne? Ich brauche das Auge der Wahrheit. Ich gehe zu meinem Zelt in der Nähe des Gesurotals. Schau doch mal vorbei. Vielleicht gibt es dort etwas für dich. Leb wohl. It's been a hard day's night. And I've been working like a dog. Ich bin beeindruckt, um an unseren Fachen vorbeizukommen. Muss man schon sehr geschickt sein. Ich habe immer gedacht, alle Typen außer Ganondorf wären ziemliche Waschlappen. Aber ich muss meine Meinung ändern. Unsere Anführerin Nabosu hat mir die Verantwortung für diese Festung übertragen. Nabosu ist die Stellvertreterin des mächtigen Ganondorf. Des Herrn der Gerudo-Kriegerin. Sie ist gerade auf dem Weg zum Geistertempel, der sich jenseits der Wüste befindet. Sie vermutet dort ein wertvolles Relikt. Du willst also einer von uns werden? Was? Na gut, du hast deine Fähigkeiten bewiesen. Du bist nun ein Gerudo. Hey, nimm dies, damit kannst du dich in der Festung frei bewegen. Ein Stück Papier. Okay, dann wollen wir mal Richtung Wüste. Das kriegen wir ja wohl noch hin, oder? Oh, sorry, das tut mir leid. Aber ihr habt mich angegriffen, also ich wollte doch einfach nur durch das Tor. Ja, da hinten. Ja, ich möchte ja am liebsten im Geistertempel einfach speichern, dann muss ich später nicht nochmal die ganzen Sachen machen. So. Nun, Kleiner. Wie kann ich das denn öffnen? Muss ich da hoch? Oh. Ich muss da hochklettern wahrscheinlich. Da gab es doch diesen Händler auf dem fliegenden Teppich, ne? Der war ganz witzig eigentlich. Hey, Grünschnabel. Willst du dich wirklich in die Wüste begeben? Na gut, ich öffne das Tor, aber es ist nicht leicht, den Geistertempel zu erreichen. Zunächst musst du den Treibsandgraben überqueren. Dann folge auf dem richtigen Wege den Flaggen, sonst schluckt dich der Sand. Die zweite Prüfung folge dem Wüstengeist. Ohne das Auge der Wahrheit, aber landest du direkt wieder hier. Du willst immer noch dorthin? Ich halte dich nicht auf. Mach's gut. Und das Tor öffnet sich in einer Geschwindigkeit, die jeden sozusagen in den Schlaf bringt. So. Was war die erste Aufgabe?
Ich weiß es nicht mehr. Oha. Was haben wir denn hier? Ist das dieser Treibsand, von dem alle sprechen? Dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Oh wow. Ja, wir schaffen es. Ich kann ja schon mal das Auge ausrüsten. Und zwar, ja, machen wir es einfach mal so. Oh, ich kann kaum was sehen. Ist das immer so dunkel? Ach nee, wahrscheinlich, weil es gerade so... Ah nee, da komme ich einfach nur zum... Zum Händler, ne? Aber da will ich jetzt gerade gar nicht hin. Wo ist denn die nächste Flagge? Nee, da war ich schon. Oh Gott, ist das dunkel. Wo ist die nächste Flagge? Da. Gott. Richtig gruselig. Die nächste da hinten? Tatsache, ey. Wow. Das ist echt übel. Ich habe das noch nie im Dunkeln gemacht, glaube ich. Da. Da ist doch das nächste Ding. Ja, los, Jupp. Oder muss ich da erstmal hoch? Ich muss da erstmal hoch. Den rechten Weg, den zeige ich dir, denn du hast dafür kein Gespür. Nun flott und folge mir sehr dicht, allein überlebst du nicht. Oder überlebst du es nicht. Ich versuch's ja. Ich versuche es wirklich. Aber hier sind auch Gegner. Aber dich scheint das nicht zu interessieren, anscheinend. Hey. Hallo. Hallo. Hey. Muss ich dir immer noch folgen oder kann ich jetzt einfach hier geradeaus weitergehen? Ich hoffe mal, das klappt. Okay. Irgendwie ist das anstrengend mit den Stiefeln. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor gerade, aber... Oh, ich hoffe, das hat geklappt. Oh, zum Glück. Puh. Oh, mochte ich den Geistertempel? Ich glaube schon. Ich meine, der wäre ganz cool. Und man konnte sich an den Nippeln von den Frauenstatuen ranziehen. Mit dem Enterhaken. Das habe ich erst vorgestern in einem Video gesehen. Da hat sich so ein Typ darüber aufgeregt. Also nicht aufgeregt, aber der hat so... Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie das Video hieß. Es war über Zelda auf jeden Fall. Anzügliche Sachen bei Zelda-Spielen. Genau. Und da hat er gesagt, hey, überall kann man die Statue nicht anvisieren. Nur am Nippel, dann geht's natürlich. So. Chip, chip, chip. So, wenn ich jetzt hier speichere, ne? Dann sollte doch eigentlich... Sollte doch eigentlich Link wieder hier starten. Wobei, ich guck grad mal, ob ich Sheik trigger. Ja, okay. Ich habe nichts gesagt. Da lauert er auch schon. Sheik.
Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das Masterschwert sei dir ein Ruder auf deinem Weg hin und zurück durch die Ströme der Zeit. Der Hafen der Zeitwanderer liegt in der Zitadelle der Zeit. Willst du den Wüstenkoloss betreten und in den Geistertempel eindringen, musst du wieder zurück auf den Wellen der Zeiten. Höre nun das Requiem der Geister. Es wird dich als Kind in die Wüste zurückbringen. Schön. Früher mochte ich das Lied auch, aber jetzt finde ich es irgendwie ein bisschen lahm. Okay. Du, 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 du. Ah, da ist er wieder, ey. Der wahre Endgegner. Was stalkt der mich so? Hol den Bogen raus. Die Feuerpfeile am besten. Dann gibt's Abendessen. Ja, er hat's gehört. Er hat meine Gedanken. Er hat meine Gedanken gelesen. Fliegt jetzt schnell weg. Du hast das Leben der Geister erlernt. Ey. Ja. Was nun? Oh, Sand in meinen Augen. Das kann ich gar nicht leiden. Weg ist er. Auf einmal ist es auch wieder hell. Schön. Dann speichern wir und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.